Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. So. Jetzt hast du mich ganz rausgebracht, du blöder Wolf. Ja. Wir sind im grünen Bereich. Das ist ein Waldraum. So. Warum? Naja. So. Ich glaube, ich brauche beides. Weil es Feuer Inferno nur die 4 entzündet. Ich glaube, bis zu dem reicht es nicht. Ja. Und deswegen muss ich mit dem Schuss nachhelfen. Gut. So, das wird lustig. Tada! Und auf. Nächster Raum. Ah, das war schon. Ging ja schnell. So. Bisschen Magie. Bisschen Geld. War wahrscheinlich ein Herz drin. Das Waldsiegel ist gebrochen. Beeil dich, Link. Gut. Um weiterzukommen, brauchen wir jetzt die Handschuhe, aber vorher muss ich nach draußen was holen. Dazu erstmal über die Brücke. Da ist er schon. Puh.
Muckis. Ich bin Rambo. Oh. Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee des Mutes. Ich verstärke deine Abwehrkraft gegenüber feindlichen Attacken. Sei bereit. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Bedeutet, jeder Schlag zieht nur noch die Hälfte ab. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Gegnerische Angriffe fügen dir ab jetzt nur noch halb so viel Schaden zu. Ja, gut, das stimmt. Bist du vom Kampf erschöpft, besuch mich einfach wieder. Tschüssi. Das war auch die letzte große Fee. Somit haben wir eigentlich alles abgehackt. Die einzigsten Sachen sind die letzten verstreuten Skulltuller. Und die 12 Herzteile, aber wurscht. Gut. Fangen wir mit Feuer an. Aber wo ist Feuer? Ach da. So. Schon seht ihr schon den Klotz da hinten links. Und somit auch den Grund für die Handschuhe. So. Also diese fliegt immer runter und wieder hoch. Ja. Das einzige ätzend hier ist, wenn man einmal abstürzt, darf man alle silbernen Rubine nochmal einsammeln. Aber dafür, glaube ich, gibt es nach dem Raum nichts mehr. Das ist der einzigste. So. Und somit haben wir auch eine Brücke zwischen den letzten beiden Rubinen gesammelt. So. Dieses scheiß Viech, ey. So. Wie ihr seht, die fliegen nur noch ein Viertelherz ab, anstatt normalerweise ein ganzes, nicht ganzes, ein halbes. So, jetzt kommt der schwierigste Part, denn, wie ihr seht, zu weit weg. So. Und yep. Geschafft. Puh.
So, nur noch ein Raum. Das Feuersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Bruder. So. Braucht noch nicht mehr schwitzen. So. Der letzte Klotz muss weg. Nichts mehr übrig. Oh. Der Geräusch hat dich verraten. Kommt die einzig richtige. Und da wir volles Leben haben, nur 3 Pfeile weniger, die Mana weniger ist auch schon wurscht, riskiere ich besser nichts und gehe weiter. So. Aua. Hä? Wo ist denn die Kugel? Ah! Kleine Verarschung. Perfekt. So. Das letzte Siegel ist gebrochen. Das Lichtsiegel ist gebrochen. Schnell jetzt. So. So.
erste Gegner erledigt. So. Weiter geht's. Spielt jemand Orgel? Ah, der Masterschlüssel. War doch nicht der letzte in der Geister. Tempel. In der Tempel. In dem. Sorry. So. Jetzt hören wir mir lieber. Oh. Die Musik wird lauter. Komm immer näher. Oh. Ja, ich hab's geschafft. Gut, jetzt kann ich sie nacheinander besiegen. Nur muss so weit genug weg voneinander. So. Trottel. Doppeltrottel. So, her mit den drei. Mist. Und hä? Interessant. So. So.
letzte Mal, dass wir gespeichert haben. Denn ich glaube, dann gibt es keine Möglichkeit mehr. Wir sind oben angekommen. Was sagt die Zeit? Gut. Ja, wir hätten hier jetzt wieder volle Leben gekriegt. Die Fragmente des Triforce, ich spüre, ihre Macht scheint sich wieder zu vereinigen. Die fehlenden zwei Fragmente, ich warte seit 7 Jahren darauf. Ich bin wirklich überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass gerade ihr zwei sie tragen würdet. Endlich, endlich, die drei Fragmente sind wieder vereint. Diese Symbole der Macht sind nichts für euch zwei. Ihr seid dafür nicht geschaffen. Ich allein bin der rechtmäßige Träger des Triforce. Übergebt mir die Fragmente, ich befehle es. Link, ich kann dir nicht helfen. Die Aura des Bösen ist zu mächtig. Tut mir leid, Link. Großmeister des Bösen, Ganondorf. So, als erstes geht man durch den Rand. Bumm, denn durch die Flugwelle. So. Ah, lass mich das anvisieren. Ja, ungefähr so funktioniert das. Er schießt jetzt den Blitz, schreibt zurück. Dasselbe wie bei Phantom Gun. Nur bescheuert, weil er ihn nicht anvisieren kann. Und dadurch ätzenden Winkel hat. Ja, perfekt. Also man muss so einen Lichtpfeil auf ihn schießen. Yes!
Da tobt sich einer aber aus. Schaffen, ohne dass er uns umbringt. Nicht so einfach. Der Herzen aus Sammel gebracht. Jetzt komm, mach schon, hör auf zu doof zu laufen.
Scheißdreck. Wieso fällt der auch runter, du Trottel? Ich hatte es schon mal geschafft, so schlecht zu sein, dass ich keine Mana mehr hatte. Und keine Pfeile mehr. Und somit Fee, rette mich. Immer noch nicht. Wie hält denn der aus? So, jetzt kann ich was ausprobieren. Angeblich soll das ja möglich sein. Ah, scheiße. Ihn nicht kugeln. Überziehen wir schon. Ach, plus 3 Minuten. Okay. Wie sollen wir da ein Loch betreten können? Aber ich muss die ganze sehen. Ach, ein Schlag noch. Naja, das war's. Ich, der Großmeister des Bösen, geschlagen von einem Kind, das darf nicht sein. Link. Ganondorf, bemitleidenswerte Kreatur. Da ihm der Sinn für Gerechtigkeit fehlte, konnte er die Macht der Götter nicht nutzen. Der Turm bricht zusammen. Link, hör zu, der Turm stürzt in sich zusammen. Das ist Ganondorfs letzte böse Tat. Die Trümmer sollen uns zerschmettern. Schnell, wir müssen fliehen. Schnell, folge mir. So, die Flucht seht ihr aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis bald. Tschüss.